überhaupt keine Schlagerpreise? Ja, wenn man das weiss, gell, ist es natürlich gerade viel einfacher. Aber da muss man ja zuerst mal drauf kommen. Wie also ins Bankdem, Abteilung Schlagerpreise, der Geschäftsführer sofort sehen und genau zwei Schritte gespart sein. Vor mir so eine professionelle Ausverkaufstante, die ihn anredet und sagt: Sag ich, wie viel kannst du die Bluse hier? Die ist 99 statt 65 Franken. Und der Schipp? Der ist 19,90 statt 87 Franken. Ah. Und wie viel ist die Bluse? 99 statt 65 Franken. Sag ich, gibt es ja im 42. Ja, wo haben Sie sie gefunden? Auf dem Wühltisch fahren. Und dort hat sie kein 42 mehr gehabt? Nein, haben wir nur noch das 44. Ja, also, wenn sie dort nicht ist, haben wir sie nicht mehr. Im 42? Nein, nur noch im 44. Aha. Man breitet jetzt gerne wieder ein bisschen grösser. Ja, im 42 ist sie gleich teuer. Ja, aber wir haben sie nicht mehr. Und im Blau? Ist sie auch gleich teuer? Nein, ich meine, hätten sie im Blau? Im Blau? Nein. Aha. Und der Schipp? Gibt es den Blau? Jawohl, den haben wir im Blau. Und was kostet der? 19,90 statt 87 Franken. Aha. Der ist also die Bluse, 9,90 und der Schipp. Wie viel ist der Schipp? 19,90. Im Blau? Im Blau. Soll er einen holen? Nein, die Bluse passt ja nicht dazu. Aber die Bluse ist mir sowieso viel zu gross. Wer? Die Bluse ist ja das 44 und Sie haben gesagt, Sie möchten gerne das 42. Ja? Habt ihr das? Nein, das haben wir nicht. Aber wir treten jetzt ja gerne wieder ein bisschen grösser. So ist es. Ja, sagen Sie, ist es denn im 44? Gibt es Wert im Blau? Nein, es gibt sie überhaupt nicht im Blau. Aber wir haben hier die modische Acrylbluse, 15,50 statt 69 Franken. Die gibt es im Blau und im 42. So, und wie teuer sind die? 15,50 statt 69 Franken. Vielleicht ist mir das 42 aber dann auch ein bisschen eng. Sie sind weit geschnitten. Und sind die aus Baumwolle? Nein, das sind Acrylblusen. So, aus was? Aus Acryl. Oh, und die Liebling hier? Die sind aus Baumwolle. Sind die? Jawohl. Sag ich jetzt für Herren? Nein, die gibt's nur für Damen. Dafür sind sie aus Baumwolle. Aber die Acrylblusen gibt's nicht aus Baumwolle. Nein, Acrylblusen gibt's nur aus Acryl. Er trägt jetzt gern wieder Kunstfasern. Wer? Ja. Kunstfasern ist einfach der Trend. Wer ist es? Der Trend. Ach so, ja, natürlich. Und was kostet die Baumwolle hier? Die kostet 16,80. Es steht wie viel? Die sind nicht abgesetzt. Nicht? Nein, abgesetzt sind nur die Acrylblusen, unsere Abteilung Schlagerpreise und der Würtisch. Ja, sag doch mal, in der Abteilung Schlagerpreise gibt es auch die Bluse hier im Blau. Ja, die Bluse ist ja blau. Ja, nicht die, die hier. Ja, das ist ein Schipp. Ach so, ja, natürlich. Wissen Sie was? Nehmen Sie doch am besten eins von den Baumwollliebli. Die gibt es in allen Grössen, in allen Farben und sie sind aus Baumwolle. Nein, ich vertrage keine Baumwolle auf der Haut. Dann hätte ich doch lieber gerne den Schipp hier und die Acrylbluse. Die Acrylbluse, sehr gern. Und der Schipp. Ja, der Schipp wird jetzt im Blau. Ja, gibt's da im Blau? Ja, der gibt's im Blau. Und in was für Farben ist da? Sonst gibt's ihn nur noch in dem Grün da. Aber für Herren gibt's den nicht. Nein, für Herren gibt's den Schipp da nicht. Sag ich, ist Acryl eigentlich eine Naturfaser? Jawohl. Es wächst an den Bäumen. So? Ja, an den Aprikosenbäumen. In Südkampfen. Sind die gespritzt? Nein, die sind ungespritzt. Biologisch, dynamischer Anbau. Jede Bluse ist handpflückt und heute werden sie verschenkt. Bravo! Sie sind unsere 100. Kundin. Bravo! Der Schritt gibt's auch gratis und zwei von diesen Baumwolllieblingen aus Bodenhaltung. Herzliche Gratulation! Das ist jetzt also wirklich nett. Nichts danken, gern geschehen.
Ich bin leider abkommandiert. Ich muss aus die Freilandhose führen. Hinterrücken!